Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Nachdem der Männer-Adventskalender gar nicht mal so verkehrt war, habe ich mir gedacht, schauen wir uns auch mal den Woman's Gadgets Adventskalender an. Den habe ich bei Amazon bestellt und wenn du Bock drauf hast, herauszufinden, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wie gesagt, der Männer-Adventskalender war gar nicht so schlecht, da waren echt brauchbare Sachen mit dabei. Ich bin gespannt, was klassisch weiblich sein soll. Eigentlich mag ich ja gar nicht dieses geschlechterspezifische Gedöns, ne? Also dass man halt sagt, das ist nur für Männer, das ist nur für Frauen. Ich habe auch meinen eigenen Akkuschrauber, ich habe auch mein eigenes Werkzeug und naja, ne? Es ist natürlich eine klassische Rollenverteilung irgendwo gegeben, allein durch körperliche Geschichten manchmal, aber egal. Wir schauen jetzt einfach mal drin und ich hoffe, dass das hier echt nicht ein Reinfall wird. Hier haben wir schon mal die Nummer 1. Die man nicht aufkriegt. Nicht nur für den Teig geeignet, aber ein sanfter Hinweis für den Partner oder die Partnerin. Was zur Hölle? Oh nö. Nudelholz. Die Nummer 2. Ideal bei engen Platzverhältnissen. Das hatte ich ja tatsächlich auch in dem Männer-Adventskalender drin. 1,50 Meter sind hier drin und das ist ein Maßband, das ist okay. Die Nummer 3. Wenn das ganze große Besteck mal gerade nicht zur Hand ist. Hä? Eine Nagelfeile. Gehört in einen Frauen-Adventskalender rein oder was? Wenn das ganze große Besteck... Die Nummer 4 ist hier, weil Schönheitsschlaf einfach sein muss. Das ist nett, das war jetzt nicht so böse wie die anderen Sachen, die jetzt bislang drin waren. Sieht ganz gut aus, ne? Ist okay, ist aus Frotti, ist angenehm, ist jetzt nicht so synthetisch oder sowas. Ja. Die Nummer 5 haben wir hier oben. Damit Sie beim Lesen wieder den Anschluss finden... Ja, das hatten wir auch im Männer-Adventskalender. Das finde ich auch gut. Das ist einfach so eine Lesezeichen-Geschichte. Die kannst du magnetisch dann über die Seite machen, wo du gerade bist. Das finde ich cool. Nikolaus haben wir hier. Für mehr als nur einen Notgroschen. Und das ist exakt das Gleiche. Da habe ich bei dem Männer-Adventskalender auch gesagt, dass es ein eher männliches Design ist. Ne? Tatsächlich, da habe ich selber geschlechterspezifisch nicht geäußert. Tut mir leid. Aber ich finde, sowas sieht tatsächlich... es ist halt für Männer schön wahrscheinlich, aber ich finde es für Frauen jetzt nicht so hübsch. Ist eher männlich angehaucht, aber ist es okay. Es ist ein, das kann man sich auch schön so auf Partys mitnehmen, dann eben in eine Hosentasche stecken, ne? Kannst du es zusammenkrubbeln. Das ist ganz nett. Ist okay. Aber ja, ja. Die Nummer 7 haben wir hier oben, die ist schön klein. Und schon ist die Aufgabenverteilung geregelt. Ein Würfel. Sauber machen, spülen, waschen, einkaufen, kochen. Ja gut, da können die Menschen, das Paar, wer auch immer, kann sich dann auswürfeln, was man dann heute machen soll. Ich soll also heute spülen. Das ist nett. Den finde ich ehrlich gesagt sogar cool. Gut, die Nummer 8 haben wir hier, die ist schön groß. Damit kein Gedanke verloren geht... Das hatten wir auch in dem Männer-Adventskalender. Das kannst du als Mann und als Frau verwenden. Das ist eine To-Do-Liste. Finde ich auch ganz nice. Ist nie weg. Kann ich immer gut gebrauchen. So, die Nummer 9. Damit sie auch in der Vorweihnachtszeit frisch bleiben. Alkohol-Prep-Pad. 2 Stück. Was ist das? Das sind einfach so alkoholische Prep-Pads. Ich weiß nicht, ob man das dann für die Hände nimmt oder so. Apply topically as needed to cleanse in the intended area. Ja, damit kannst du deine Hände zwischenzeitlich sauber machen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Dann haben wir hier die Nummer 10. Die Rettung bei Stromausfall. Und hier haben wir eine Taschenlampe drin. Die finde ich praktisch. Das kann ich gut gebrauchen, wenn ich mit Sammy spazieren gehe oder so. Oder allgemein ins Auto legen. Wenn man mal irgendwie nachts irgendwas hat, dass man einfach eine Taschenlampe dabei hat, ne? So, wir sind schon im zweistelligen Bereich. Jetzt gehen wir zu 11. Boah, die Klöppchen lassen sich so blöd öffnen, damit der Schlaf der Gerechten nicht gestört wird. Okay, wir haben jetzt schon das zweite Produkt zum Schlafen drin. Und das hier sind Oropax. Oder, ja, ich weiß nicht, ich würde sie jetzt Oropax nennen. Das sind einfach Viecher, die man sich ins Ohr steckt, damit man nichts mehr hört. Halbzeit. Die Nummer 12 ist hier. Ich
glaube, ich persönlich würde jetzt zum aktuellen Zeitpunkt sagen, ich will den Männer-Adventskalender viel lieber haben. Ja, irgendwie schon. Alles zum Lieblingsgetränk einfach Gutschein einlösen. Ja gut, hier haben wir schon einen Gutschein, Kaffeeliebe hier, tadum, ne? Läuft. Hatten wir auch im Männer-Adventskalender, finde ich kacke. Die Nummer 13. Für die spontane Übernachtung. Auch das finde ich praktisch. Da hast du einfach so eine eingepackte Zahnbürste in einem Verpackungsvieh und dann kannst du es zusammenstecken und hast dann halt wirklich eine lange Zahnbürste zum Zähneputzen. Das ist eine gute Reisegeschichte, ne? Die finde ich gut. 14 haben wir hier oben. Ja, das hatten wir auch im Männer-Adventskalender. Einfache Skizzen führen zu großen Ideen, ne? Das sind einfach Buntstifte. Und hier ist auch ein Anspitzer mit drin. Sowas kann man gebrauchen, wenn sie denn gut malen. So, die Nummer 15 haben wir hier. Damit können sie in Ruhe unter der Bettdecke lesen. Muss ich nicht unter der Bettdecke machen, Leute. Hier wird man übrigens auch gesiezt. Das finde ich sehr ulkig. Ja, da müsste man theoretisch eine Batterie reinmachen und dann würde da irgendwo Licht rauskommen. Ja, kann man hier an der Seite anstellen. Ist ganz nett, ne? Aber ich brauche jetzt ehrlich gesagt keine Lampe, um lesen zu können. Also, ne? Ich bin erwachsen, ich darf lesen, wann ich will. Ich kann so lange wach bleiben, wie ich will. Ja, aber ein schönes Tool eigentlich. Also von der Theorie her ist es gut. Nicht so viel meckern, Claudi. So, gehen wir mal weiter zu der Nummer 16. Die ist hier. Ein kleiner Farbtupfer für die Küche. Auch die Frauen bekommen einen Kühlschrankmagneten. Good Food ist gut Mut. Good Food ist gut Mut, genau. Also gutes Essen bringt gute Stimmung. Das stimmt. Die Nummer 17. Ist übrigens das gleiche wie beim Männer-Adventskalender. Und mache ich mir wahrscheinlich einfach an meinen Kühlschrank dran, beziehungsweise an meine Mikrowelle und meinen Backofen. Da haben wir nämlich magnetische Stellen. Die Nummer 17 geht nicht auf. Hält bombenfest an jedem Smartphone-Rücken. Okay, da haben wir die gleiche Farbe auch tatsächlich wie bei dem Männer-Adventskalender. So ein Anthrazit-Grau finde ich gut. Habe ich tatsächlich auch an meinem Handy selber dran, so einen Ring, um das Ganze zu befestigen. Und beziehungsweise, um halt ne, das mit dem Finger festhalten zu können, habe ich bei meinem Handy tatsächlich auch. Genau, finde ich gut. So, 17. Die Nummer 18 ist groß, sie ist hier. Haben wir auch einen Flachmann drin, das wäre ja cool. Nein, schade. Für die Blitzidee zwischendurch. Und da haben wir ein Notizblöckchen, wo ein Halbmond abgebildet ist. Und da steht Moon drauf. Ist praktisch, kann man gebrauchen. So, die Nummer 19 haben wir hier. Echt scharf für die Handtasche. Das finde ich cool. Auch die Frauen bekommen ein kleines Taschenmesser. Das hatten die Männer in groß in der 24 drin, aber auch Frauen können das gut gebrauchen, ne? Das finde ich toll. Und das kannst du dir vor allem nicht nur in die Handtasche machen, sondern du kannst es auch ganz normal so an deinen Schlüssel machen. Und da hast du eine Nagel oder eine Feile dran. Du hast da ein kleines Messer dran. Was ist hier? Eine Schere ist damit bei. Das finde ich gut. Ich denke, das werde ich sogar selber weiterverwenden, dass ich das bei mir einfach in meine Handtasche reinmache. Ne? So, jetzt kommen wir in den 20er Bereich. Hier sind wir bei der Nummer 20. Nicht ärgern, drücken. Oh nein! Okay, das ist so ein... Es ist einfach eine Stressbanane. Ja, kann man drücken. Yay. Riecht nach nix. Also nach Banane hätte ich jetzt tatsächlich gesagt. So, 21 habe ich hier. Oh, ein Gutschein. Gestaltungs- und Bastelideen für zu Hause ganz leicht per Download. Schön und sinnvoll. E-Book-Download-Gutschein. Ja. Braucht kein Mensch. Also Gutscheine in solchen Adventskalendern braucht einfach kein Mensch. Die Nummer 22. Schon wieder so ein Zettel. Zeigen Sie die Stärke. I'm the Queen. Das ist ein Sticker. Warte. Yay. 23, der Tag vor Heiligabend. Schaffen Sie sich Nachdruck mit Gehör. Okay, das ist eine Trillerpfeife. Und das können Frauen tatsächlich wirklich gut gebrauchen, für den Fall der Fälle. Du solltest sowas dann aber tatsächlich auch wirklich in greifbarer Nähe haben oder sogar um den Hals tragen. Wobei um den Hals tragen ist auch wiederum schwierig, weil man daran ziehen könnte. Es ist halt wirklich eine Pfeife, die man verwenden kann, weil oft schreckt es Angreifer in der Nacht oder wann auch immer ab, wenn man einfach Lautstärke hat. Und wenn man nicht selber ein entsprechendes Organ zur Verfügung hat, um zu schreien,
hilft so eine Trillerpfeife schon. Also schon irgendwie ganz nett, ne? Also gut, dass die mit drin ist, weil es ist wirklich ein hilfreiches Tool. Die Nummer 24. Heiligabend. Oh, das muss knallen. Weihnachten ist stressig genug, entspannen Sie sich. Das ist so ein kleiner Massageroller. Die Männer hatten ein cooles Taschenmesser drin und wir haben einfach einen Massageroller drin mit harten Noppen. Damit kannst du über dein Gesicht gehen und Körper ist da, glaube ich, ein bisschen klein für. Ja, also ich fand den Männer-Adventskalender cooler, ne? Muss ich wirklich sagen, den Frauen-Adventskalender finde ich schon ziemlich mau gefüllt. Ich finde, dass Frauen sich gegebenenfalls bei dem einen oder anderen Tag etwas auf den Schlips getreten fühlen könnten. Deswegen ist es schwierig, sowas zu verschenken. Da wäre ich tatsächlich etwas vorsichtig. Aber hier sind auch praktische Sachen drin. Also, dass wir hier auch ein Taschenmesser drin haben, dass wir eine Taschenlampe haben, Stifte, Maßband, finde ich gut. Aber dass es hier mit dem Nudelholz anfängt, war schon mal direkt, dass ich echt pissig war. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ich würde ihn nicht kaufen und ich würde ihn auch nicht verschenken. Das heißt, nächstes Jahr werde ich mir den wahrscheinlich auch nicht kaufen. Ja, wenn man irgendwen verarschen will, das ist, glaube ich, eine ganz witzige Geschichte, oder? Aber ansonsten muss man das selber entscheiden. So, praktische Sachen waren dabei, aber es waren halt auch irgendwie sinnbefreite Sachen mit dabei. Und das war jetzt mein Unboxing zu dem Adventskalender. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!